Nach über 120 Jahren ist Jan Torop ins Bröhan-Museum nach Berlin zurückgekehrt. Ein holländischer Maler, der in Holland ein Superstar ist, in Deutschland wenig bekannt. Jan Torop erntete eine vernichtende Kritik vor 120 Jahren, es sei das krudeste und abscheulichste Zeug, was man jemals zu Gesicht bekommen hätte, Ausgeburten eines malaiischen Gemüts, das für einen Europäer kaum zu verstehen wäre. Jan Torops Bild, die nächste Generation von 1892, eins der Bilder, die tatsächlich vor 120 Jahren schon mal in Berlin gezeigt wurden. Im Bildzentrum des Werks die gerade geborene zweite Tochter von Jan Torop, Charlie, als kleines Kind im Kinderstühlchen sitzend. Dazu muss man wissen, dass zwei Jahre vorher, 1890, die erste Tochter von Jan Torop bei der Geburt gestorben war. Sie ist deshalb gestorben, weil Torop syphiliskrank war, was er auch noch seiner Frau verschwiegen hatte und damit eben Tochter und Frau in Lebensgefahr gebracht hat, und tatsächlich ist das erste Mädchen gestorben. Deswegen ist Tod Schuld und damit auch verbunden natürlich Glaube und Auseinandersetzung mit dem Jenseits ein ganz wichtiges Motiv im Werk von Torop. Das Ganze spielt sich ab vor einem albtraumhaften Dschungel, der durchzogen ist von Adern oder von Astwerken. Und diese Adern erinnern an Blutgefäße, und da kommt natürlich dieses Motiv der Syphilis-Erkrankung wieder dazu. Glaube und Arbeit, ein Werk von 1901 von Jan Torop. Torop stellt sich selbst im Zentrum dar als Fischer. Neben ihm seine Frau, im Hintergrund seine Mutter und ihm über die Schulter blickend seine jetzt schon als junges Mädchen fast erwachsene Tochter. Der Glaube hier oben mit einem unglaublichen Motiv, nämlich ein Christusbild mit zerbrochener Scheibe. Also wie sehr ist dieser Glaube relevant? Und im Gegenzug da unten eben das Ergebnis der Arbeit streckt er demonstrativ entgegen, die Münzen in der Hand. Im Hintergrund natürlich noch so Anklänge wie dieses Schiff, das da unterzugehen scheint, oder diese den Wind symbolisierende Frau, die da durchs Bild hetzt. Und das noch kombiniert mit diesen unglaublichen blauen Augen, die aus dem Bild herausblicken, aber alle Teilnehmer oder alle dargestellten Personen blicken den Betrachter nicht an, also sie schauen überall hin, nur nicht zum Betrachter. Auch das ist natürlich ein hochinteressanter Schachzug, den der Maler Jan Torop hier in diesem Bild auf die Leinwand gebracht hat. Wie viele Jugendstil-Künstler war Torop nicht bloß ein hervorragender Maler, sondern auch ein sehr guter Grafikdesigner, und wir stehen hier vor seinem berühmtesten Plakat, das er geschaffen hat. Delft de Saint-Louis, ein Plakat für eine Salatölfirma. Man sieht hier, wie die Dame im Vordergrund das Öl über die stilisierten Salatblätter ausgießt. Allerdings schafft er hier wirklich einen eigenen Stil, einen Linienstil heraus aus den Figuren. Und das für so ein profanes Thema wie ein Salatöl, was man jetzt natürlich auch nicht unbedingt mit den Niederlanden in Verbindung bringen würde. Aber dieses Plakat ist so berühmt geworden, dass der Jugendstil in den Niederlanden eine Zeit lang sogar Salatölstil hieß. Wir freuen uns sehr, dass wir zwei dieser Bilder, die damals vor 120 Jahren schon mal in Berlin zu sehen waren, wieder in dieser Ausstellung haben. Dazu natürlich noch weitere über 60 Bilder von ihm, die ein breites Spektrum seines Schaffens von der pointillistischen Malerei über den Symbolismus, Plakatgestaltung bis hin zu seinem Spätwerk, wo er sich sehr christlicher Thematik widmet und setzte sich sehr intensiv dann mit Glaubensfragen auseinander.